Na, Mikey. Servus. Servus. Warum kann ich keine 8-8er haben? Nicht erfunden. Scheiße, ey, was? Luftschiff ist gerade da, ist jetzt gerade nicht ein, ey, und nagel auf wie er. In diesen Zeiten wünschte ich mir, ich hätte eine 8-8. Drecksau! Da war da drinnen, habe ich umgebracht, zu dumm zum Sterben. Ein Name ist aber echt geil gewählt, muss ich lassen. Zu dumm zum Sterben. Na, aber bleibt meine Hindenburg. Ich bin vorgestern auf dieser Stadtkarte gespielt. Mit dem einen Packgeschütz kannst du von Punkt C komplett runterschießen. Also mit dem Panzer knacken könntest zum Beispiel, ne? Ja, musst aber wissen. Die haben sich bei dem Eisenbahnwaggon eingekämpft. Okay. Die müssen eingegraben wird. Der steht so ein bisschen weiter hinten. Ich hab die ganze Straße runtergeschossen. Yeah! Meiner! Und dann schreibt mich so an, wie hast du mich getötet? Ich sag so, Pack. Was ist eine Pack? Ich sag so, das ist dieses Anti-Air-Geschütz, was so rumsteht. Ich war erstmal völlig verwundert, dass ich mich getroffen hab. Oh nein. Game of Destroy, 1000 Punkte. Bye bye! Immer wieder schön aus. Viel langsam kommen mit der 95 gar einigermaßen klar, aber was nicht hin und wieder ist trotzdem noch. Macht irgendwie Spaß mit der 95er. Außer jetzt kommt ein Flugzeug vorbei. Drecksau. Hinten auf F, da kämpft einer auf der scheiß beschissenen Antea. Sagst du mir das? Da! Das ist das Ziel, das wir einnehmen sollen! Ich hab eine Runde 1003 zu nicht mal 300 gewonnen. Echt? Nicht mal 300. Ja, ja, bei 1000. 240, die die hatten. 1000 zu. 1000 zu 100 irgendwas habe ich mal gewonnen. Geht nicht. Scheiße. Schon heftig, ey. Treffer! Spray and pray mit dem Bomber geht auch immer, irgendwie. Tötet ihn sogar. Er hält einfach rein, er sieht nicht so tötet. Ja, einfach drauf gehalten. Bau geil, ey. Match gewonnen! Easy. Reparier den Kübel, Basti. Geht nicht. Ehemaliger Kernkollege, der Dr. Botox. Das ist der einzige aus meinem Clan, wo ich da, also aus dem damaligen Clan, wo ich damals angefangen habe, wo ich mit Battlefield 2 und Battlefield 1943, das war der einzige von uns, der was
Der was Leutnant Colonel irgendwas war bei Battlefield 2, sind gewisse Leute nach gewissen Spielstunden und ob einen gewissen Rang auf irgendwo auf Colonel irgendwas aufgestuft worden. Das ist 42, da gab es auch einen Rang, der nannte sich Supreme Commander. Da musstest du unter den Top 5 der Woche. Wenn du Top 5 der Woche warst, bist du zu dem aufgestiegen, zu dem Rang. Hast du auch wieder verloren, wenn du dann nicht mehr in der Top 5 der Woche warst. Nee, es war eine Top 5 bei Battlefield 2, das war was anderes. Du hast eine gewisse Zeit lang, hast du gewisse Spielstunden gebraucht und das habe ich schon, also kann ich das verschrotten. Nee. Oh, ich habe schon wieder ein Ding gekriegt. Quad XP Boost. Quad XP Boost. Wir fahren Nuckelpille. Und wir Squad. Zwar hopp. Ja, von meiner Nuckelpille. Neue Batterie habe ich auch wieder. Echt? Wie viel hast du gelohnt? 90. Ja. Was hast du denn gekauft für eine? Vom Ford-Händler. Von der Ford-Werkstatt hier bei mir, gleich nebenan. Porsche? Keine Ahnung, was das für eine Firma ist. Das war daneben. Das war getroffen. Hat sich im Haus sicher gefühlt. Ja, da kriegt der Band doch mich nicht. Scheiße. Ich habe durchschlagende Argumente. Da mal geschossen sein. Wow. Auch die Super gut versteckt. Bis jetzt ist er noch keiner auf die gröbere Idee gekommen, dass er mich stoppt. Wieder mal. Ich kapier's einfach nicht. Einer hat's ja versucht. Ja, einer normalerweise. So einen kleinen Panzer kriegst du Alarm, wenn du das anstößt mit. Die zwei Granaten, was du mit hast, die zwei panzerbrechenden Granaten und zwei Schuss aus der Panzerbüchse kriegst du einen Down, musst oben auf dem Ding schießen, auf dem Turm. Dann kriegst du einen Also Down. wenn Panzer nicht abgelenkt ist, Ja, kann aber. ich die auch schnell mit der Packt. So, das Problem ist, Panzer die schneller nachher zu packen. Nee, mit der Packt brauchst du nur zwei Schuss. Und für den Kleinen wahrscheinlich, aber nicht für den Großen. Großen Vierer. Musst aber hinten treffen. Das Problem ist, der lädt schneller nach. Panzer. Ne, kommt drauf. Duelle hab ich bisher alle verloren, wenn die nicht abgelenkt waren. Gegen einen kleinen Panzer hast du Schwierigkeiten. Beim Großen ist es so, dass du. Ich glaube, Großen hast keine Probleme, weil die Geschütze brauchen länger zum Nachladen. Ich fahr jetzt mit einer 10 zu 0 durch die Gegend. Warum Anti-Tank-Waffen nutzen? Ja, ich weiß das nicht. Frau mir einfach nicht.
görünce. Hat auch. Düşman gözcüsü görüldü. Und wieder Panik ausradiert. Ist wie Erbsen, ist wie Ameisen zertreten. Ich glaube, man muss den Jungs einmal da helfen. Ich weiß nicht, wie viele Kills ich schon auf dem kleinen Tank jetzt habe und wie viele Service-Stars ich da jetzt schon habe. Ich glaube, so bei den 9 oder 8 oder 9 Service-Stars habe ich jetzt schon auf dem Gerät. Oh, jetzt kümmern sie sich eher um mich. Ja, so der kleine Panzer, aber wo ist denn der gestanden? Den habe ich jetzt nicht gesehen. 23 Stars auf dem Service-Panzer, auf dem kleinen Panzer. War nicht gerade schlecht. Ich spiele auch für Mini-Panzer, so wie ich. Ja. Den machen wir jetzt platt. Der Freak ist aber schon Level 100. Ja, das sind die Leute, die was wenig Freizeit haben, hast. Ja, die haben zu viel Freizeit. Ich meine, zu wenig Freizeit in dem Sinn von viel Spielen. Verstehst du jetzt die Ironie? Okay. Nein! Hat er genau mal geschaut, um die Ficken. Ich bin jetzt Squad-Leader. Egal. Was ist mit dem Basti los? Basti nicht mehr online? Da ist der Basti gegangen. Egal. Scheiß Rauch und Nebel, ich hasse das, da siehst du überhaupt nichts, nichts, Nüsse. Ich würde gerade den Panzer ausfindig machen. Ja, ach. Jetzt haben wir ein bisschen eingekämmt, das ist echt uncool. Jetzt haben wir in der Rührte Lagak. Wo steht denn der Tank? Der Tank steht da draußen.